Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, hier haben wir aufgehört. Unser Auto sieht immer noch scheiße aus, aber wir haben ein paar Chemikalien mitgebracht und die werden uns hoffentlich sehr guten Nutzen bringen. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Auch was? Was soll der Geiz? Den Rest an Ressourcen nehmen wir auch mit. Oh, die muss ich jetzt natürlich noch richtig einsortieren. Quietscheentchen müssen verlagert werden. Ich tue sie trotzdem erstmal hier hin. Chemikalien kommen auch woanders hin. Nein, ihr sollt hier rein. Dann haben wir noch hier diese Batterien. Weiß gar nicht, wofür die gerade gebraucht werden. Werden ja automatisch eh dann eingesetzt, sobald wir was craften, was die benötigt. Deswegen entgeht mir das manchmal so. Der 20er Stapel ist voll. Dann haben wir hier einen 11er, 20er. Okay. Kommt noch dahin. Gerade 5 Plastikbecher, dann ist die Reihe auch voll. Na gut, dann kommen die da drauf. Ich weiß, ich könnte einfach schnell drücken. Nein, meine Quietscheentchen. Ihr kommt woanders hin. So, das kommt nach da und das passt, das passt, das passt. So, dann haben wir alles einsortiert, wenn ich das richtig sehe. So. Einmal nach da. Quietscheentchen muss auch sein. Elektronische Bauteile, Gaskartusche, Chemikalien kommen vielleicht zum anderen gelben. Und hier, das ist ja so selten. Das haben wir in einem anderen Container auch noch. Ich glaube, da passt das erstmal so. Kann ich euch stapeln? Wunderbar. Dann wollen wir mal schauen. Na? Steuerung hat sich gerade wird angefühlt. Achso. Das konnte man natürlich nicht mitnehmen, aber das ist auch nicht so wichtig. Ist ja alles verfügbar. So, wir können ein Reparaturkit machen. Das kostet sehr viel Chemikalien immer. Aber es ist notwendig. Vielleicht wäre es besser, einfach eine neue Stahlplatte zu machen, anstatt die hier mit dem Kit mühevoll zu reparieren. Müsste ich mal sehen. Das hätte man ja gleich machen können. Ach so, Stahlplatten gehen, glaube ich, noch nicht. Das müsste man erst erforschen. Primitive Stoßstange und sowas können wir natürlich machen, aber diese Stahldinger glaubt noch nicht. Die Offroad-Reifen sehen noch wunderbar aus. Scheinwerfer auch, die haben wir ja letztes Mal erst installiert. So, Stoßstange aus Stahl können wir natürlich auch noch nicht machen. So, sieht ja schon annähernd gut aus hier. Die primitive Platte sollte besser aussehen als das. Ist egal, Stahltür passt. Primitive Tür passt. Sieht auch gut aus. Scannen wir mal das Auto. Hier Platte vorne rechts sieht nicht gut aus. Kofferraum auch nicht. Ja, hier wäre die Frage, da hätte man eine primitive Tür und Stoßstange machen können. Ach egal. Haben es ja jetzt schon gecraftet, müssen wir ja auch einsetzen können. Ich glaube, bevor wir das nächste Mal eine primitive Platte reparieren, mach mal lieber neue. Das zum Beispiel. Das kommt einfach hier rein. Materialien raus. Nehmen wir die Tür auch noch ab. Wenn das Craften von den primitiven Bauteilen jetzt Chemikalien kostet, hat es nichts gebracht. Aber ich schätze mal, das wird klappen. So, das liegt darum, wenn wir den Staubsauger anmachen. Ungefähr sowas hatte ich erwartet. Also, hier drin. Ich war gerade etwas entgeistert, dass das nicht in der Kiste war. Hat sich ja in Wohlgefallen aufgelöst. Also primitive Tür braucht nur Materialien, die wir haben. Das heißt, das ist definitiv die bessere Taktik als immer. Also die ist am Boden liegen geblieben. Definitiv die bessere Taktik als immer hier dieses teure Reparaturkit zu verwenden. Das sollte man tatsächlich nur verwenden für Stahl oder alles, was wir nicht craften können. Weil Chemikalien sind ein rares Gut. Und unterwegs braucht man das vielleicht auch mal, weil da können wir nicht einfach was craften, obwohl hier können wir auch craften. Naja, wenn wir die Materialien unterwegs dabei haben, ist halt immer das Thema. So, euch geht's gut, euch geht's gut, euch geht's. Ja, hier fehlt die Platte komplett. Ja, passt. Ich würde sagen, das sieht schon wieder wunderbar aus. Ich sammle das hier trotzdem mal händisch auf. Muss man nicht den Staubsauger bemühen. Dann braucht man eine primitive Platte. Schade echt, dass wir noch keine Stahlplatte machen können. Egal, wir werden dazu hinkommen.
So, einmal in den Händchen. Wunderbar. Dann lad man das hier mal auf. Und nochmal. Ach, muss ich erstmal aufladen. Wahrscheinlich, wenn es so blitzt, funktioniert's. Die schöne gebende Mülltonne der gebenden 8-Ball-Schalthebel. Ein Knauf für meine automatische Gangschaltung. Warum denn nicht? Und Plastik. Reparaturkit. Ich danke dir. Nichts mehr? Na gut. Hast ja auch genug getan. So, was ist denn hier im Kofferraum? Nix? Doch. Ne? Hä? Klebeband und Fackel. Na gut. So, hier mit euch. Ja, die Frage, ob wir gleich einen neuen Verschrotter machen müssen. Ich denke mal. Der wird die nächste Tour nicht überleben. Und wenn wir dann wenig Teile haben und die nicht vor Ort craften können, ist das Geschrei von mir wieder groß. Deswegen macht man das doch lieber so. So. Ja, ich glaube, ich könnte die alle hier liegen lassen und dann einfach den Staubsauger bedienen. Ist vielleicht geschickter. So, das passt. Was ich da drin machen kann, weiß ich noch nicht. Und was hier so in der Umgebung ist. Ich meine, hier sind ja noch andere Autoteile. Ich bin da echt ein bisschen zurückhaltend mit der Erforschung. Hier ist zum Beispiel auch noch. Kann ich nichts mit anfangen. Will auch nicht ewig hier rauslaufen und sonstiges Zeug machen. Ist egal, das wird schon passen. So, dann einmal einsaugen bitte. Aha, es funktioniert. Her damit. Und was habt ihr so Schönes für mich? Die anderen Ressourcen, die eigentlich jetzt im anderen Schrank aufbewahrt werden. So, wir haben Feuer. Thermalkristalle. 7 Stück. Wir haben Entchen. Wir haben diese Teile. Gaskartuschen. Davon finden wir auch nicht so viele. Es wäre ein bisschen albern, dafür so viel Platz zu verschwenden. Wo die Teile sind, weiß ich gerade aktuell gar nicht. So. Hä? Wir haben die noch gar nicht. Also wir haben 17 Stück hiervon. Ich verstehe. Du bist eine Gasflasche. Du kommst zu den Gaskartuschen vielleicht. Plastik ist voll. Oh, das ist jetzt Pech für uns. Müsste man eine neue Reihe irgendwo anders anfangen. Und hier, das sieht auch relativ voll aus. Ja, die sind komplett überfüllt. Die T-Shirts haben aber noch eine Reihe. Okay. Nichts leichter als das. Das heißt, hier kommt eine neue Reihe von denen. Dann die kommen mal dahin. Blaues Zeug kommt hier hin. Das kommt nach unten. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und die Gaskartuschen kommen zu ihren Freunden. Das sieht doch gut aus. Und der 8-Ball-Schalthebel kommt, glaube ich, hier hin. Ah ne, der kommt ins Inventar da rein. Verschieben. Wunderbar. Können wir, glaube ich, auch gleich verwenden. So. Aufkleber. Haben wir letztes Mal den Black Lives Matter drauf getan. Den vorderen Reifen würde ich auf jeden Fall platt machen. Und den Aufkleber House My Driving würde ich nicht installieren. Boah, ich mag eigentlich keine Stickers an Auto. Ich meine, die Botschaft ist schon richtig, dass man gegen den Rassismus vorgeht. Da muss man sich auch nicht angegriffen fühlen. Dass die eben es nicht so leicht haben, vor allem in Amerika. Gibt ja diesen systematischen Rassismus. Ach, ja, aber auf dem Auto will ich ihn nicht haben. Beziehungsweise ich will keinen Aufkleber auf meinem Auto. Ich nehme auch keinen anderen. Es sei denn, er überdeckt die ordentlichen Kratzer. So, Schalthebel. Dachte ich, hätte ich. Ach, hier. 8-Ball installieren. Wunderbar. Das werde ich wahrscheinlich nächste Folge auch deinstallieren. Jetzt haben wir ihn hier. Seht ihr es?
Ja, so knapp. Ist ganz dunkel, aber er ist da. Da müsst ihr mir vertrauen. So. Was haben wir denn noch zu tun? Haben wir Energie, um was zu craften? Ja, ein bisschen tatsächlich. Verbesserte Antenne, achso, das war das. Materie, Regenerator, das war. Nein, da braucht man sechs Chemikalien und wir hatten sechs Chemikalien. Das wäre doch gut gewesen. Ist egal. Wir brauchen hier vielleicht. Oh, hier sieht man, wie viel Stoßschaden der machen und die Strapazierfähigkeit. Natürlich, so ein Befreier ist besser als so ein Brecheisen. Könnte man auch noch machen. Ersatzglühbirn-Kit ist besser als ein Reparaturkit. Wie viel Breacher braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Wir werden es gleich herausfinden. Okay. Macht denn nur Glühbirnen besser oder alles? Thermaler Staubsauger. Ich weiß jetzt nicht, wie das zusammenhängt. Vielleicht sind das nicht nur bessere Stufen von. Nee, garantiert nicht. Das sind unterschiedliche Sachen teilweise. Ah, okay. Merkwürdig. So. Was haben wir hier? Können nur ranzoomen. Ich hätte gerne Stahlplatte. Beziehungsweise, ja, eine Stahltür. Bestätigen. Hätten wir gleich machen sollen, bevor wir die primitiven Platten rangedengelt haben. Ist egal. So, und ich glaube, wir können die Stahlplatten auch noch. Gepanzerte Tür. Oder abgeschirmte Tür. Tür mit Bleischicht. Das ist gut für den Strahlungsschutz. Stoßstange aus Stahl haben wir schon dran. Stahlplatten können wir damit auch machen. Ja, damit. Ich meine, wir haben schon ein paar, aber trotzdem. Hui. So, das sieht doch schon relativ gut aus. Dann können wir jetzt schauen, was so eine Stahltür denn kostet. Stahlblech, Glasscherben, Metallschrott. Das ist echt nicht teuer. So, wir haben jetzt vier Stück gemacht. Da sind sie. Weg mit der alten, her mit der neuen. So, die nehmen wir ab. Kommt gleich in den Recycler. Hoffentlich verwechsel ich das nicht. So, nehmen wir erstmal alle ab, sonst wird es komplett Chaos und verwirrend. Rein mit dir. Können natürlich auch so wie die UPS-Fahrer ganz ohne Tür fahren. Aber da fühle ich mich so ungeschützt. Machen wir vielleicht besser nicht. Rein mit dir und eine Tür müssen wir noch abnehmen. Ach, das ist eine Stahltür. Dann kann die dranbleiben. Ah, weil hier können wir eine Stahltür noch ranmachen. Ist hier praktisch die fünfte Tür. Sieht zwar komplett anders aus und ja, ich will dich nur aufnehmen. Aufnehmen. Hab wahrscheinlich daneben geklickt. Ja, ich weiß nicht, wie der die Tür zuhämmert, dass er da reinpasst, aber ich stelle bei sowas lieber keine Fragen. Ich bin einfach nur froh, dass es funktioniert. So. Und ich dachte für einen Moment, ich habe zu viele Türen gemacht. Ach, das sieht doch schon viel besser aus. Her mit der Stahltür. Ja, ich dachte, ich habe. Achso. Passt alles. Und da ist eben noch eine andersfarbige Tür drauf. Das ist in Ordnung. Die primitiven Platten, ja, können von mir aus bleiben. So, einmal bitte alles einsaugen. Hui. Ach, ist das schön. Ja, tolles Feature. So, dann nehmen wir alles mit. Können wir wahrscheinlich auch einfach tatsächlich mitnehmen diesmal. Bisschen Ressourcen schadet nicht auf der Hand zu haben. Tank. Na? Tropft der Tank ein bisschen? Ich dachte, ich hätte voll gemacht. Vielleicht nicht nach der letzten Tour, die war ja eh nur kurz. So, dann können wir nochmal Chemikalien holen und dann wird's Zeit. Sieht das hier gefährlich aus. Dann wird's Zeit, in die gefährlicheren Gefilde vorzudringen. Kann ich das hier nicht auswählen? Ich kann nur unerkundete Sachen auswählen. Okay. Ja, warum nicht? Na gut, das kriegt man hin. Oder ich muss zumindest irgendeine weitere auswählen. So, das sieht aber gut aus. Ist geladen. Wir sollten hier noch, wie gesagt, Werkzeuge nachmachen. Vielleicht. Impulsimeter, Zahnrad, Glühbirne, bla bla bla.
oben waren die ein Impulshammer. Habe ich schon eigentlich hergestellt. Fehler, Material, achso. Zahnrad. Da kann man doch einige herstellen. Machen wir mal 4 Stück. An denen soll es uns nicht mangeln. So, ein Impulshammer und ein Verschrotter. So, Impulshammer kommt da rein zur Sicherheit. Ich weiß echt noch nicht, was das Ankerradar bringt. Einzige unverwechselbare. Aha. Die man leicht identifizieren kann, wenn man das richtige Gerät hat. Dieses Gerät hier. Vielleicht braucht man das später. So, Zahnräder nehme ich auch mal mit vielleicht, obwohl das ist auch ein bisschen dämlich. Ich dachte, ich hätte einen neuen Verschrotter gemacht. Ah, der dürfte hier sein. Gut. Dann passt alles, Zahnräder. Ja gut, dann ist Inventar halt schon wieder so voll. Oh, na gut, bisschen Loot wird reinpassen. So, dann wollen wir mal in einem schön gerüsteten Auto losfahren. Und hui, und nach links. Auf diesmal habe ich an alles gedacht. Ich glaube schon. Also, wie das aussieht, ist meine Batterie noch nicht arg voll. Naja, wird schon werden. Also, langsam gefällt mir das Auto immer besser. Vielleicht, weil es nicht mehr so schäbig aussieht. So, rein mit uns. Dann geht's direkt nur zu den Orten, wo es Chemikalien gibt. Oder vielleicht zu denen, die super aussehen. Keine Ahnung. Kann ich das nicht mappen auf irgendeine Taste? Also wenn man hier Einstellungen, Steuerung, nicht Standardwerte. Steuerung Spieler, ich suche Steuerung Auto. Hier Bremsen, Fähigkeit, Radiosender, Hupen. Nee, ich sehe leider nicht, wo hier Gang auf E oder D ist. Schade, muss ich tatsächlich immer runter gucken. Na gut, das wird schon klappen. So, da sollten Chemikalien drin sein. In einem Gefahrgutschrank. Auf geht's. Zone aktiviert. Ja, wird schon klappen. Anleitung, Knotenpunkte und Zufahrtsstraßen ist aufgeploppt. Weiß nicht warum. Wird schon seine Begründung haben. Da ist ein Auto. Links ist irgendwas Rotes schon. Oh, da ist ein Truck. Ein guter Truck. Ich hoffe, dass er gut ist. Wir steigen auf jeden Fall mal aus. Und hoffen, dass uns nichts angreift. So viel zu nichts angreifen. Weg mit euch. Kann euch immer noch nicht leiden. So, Truck haben wir noch nicht mal gescannt. Was lässt du denn? Oh, Offroad-Reifen. Sehr schön. Das sollte aber Materialien geben. Wäre doch klasse, könnte ich so einen Staubsauger einfach im Auto automatisch haben. Dann muss ich hier mir nicht einen Wolf klicken. Gepanzerte Tür. Na, so gepanzert ist er aber nicht, wenn wir so leicht durchschneiden können. Aber ich beschwere mich nicht. Ich nehme einfach alles mit. So, Ader Investigator. Benzintank. Achso. Das wissen wir ja, was das ist. Können wir nicht zerschneiden. Den Reifen allerdings schon. Nein. Nein! Verschwinde. Lass mein Auto in Ruhe. Was machst du? Weg! Hä? Hat es geklappt? Ja gut, dann beschweren wir uns mal nicht. So, dann schauen wir noch kurz hinten rein. Primitive Stoßstange, die kann ich gerade nicht verwerten. Offroad-Reifen, Hammer eigentlich gute. Oh, der hatte 2 Chemikalien drin. Das hat sich gelohnt. Und die Stahlplatte wahrscheinlich auch. Ja, einen Offroad-Reifen kann man theoretisch reinbringen. Gibt bestimmt irgendwann gute Materialien, nur jetzt im Moment nicht. Zahnräder. Ich würde den Offroad-Reifen mal mitnehmen. Die primitive Stoßstange, wie gesagt, die muss an Ermangelung von Platz hier bleiben und an Nützlichkeit. Glaub, mit der Entscheidung können wir aber gut leben. So, kann ich hier irgendwie
Ja, ist nicht hier. Ja, halt doch dein Maul da hinten. Ach, immer. Immer so eine Sache mit den Geräuschen. Nein, leg doch einen Gang ein. Nicht Motor ausmachen. So. Wir fahren einfach weiter, als wäre hier gar nichts um uns rum, was uns abschleppen will. So, nein. Anomalien im Boden. Geysire. Oh, die Plasma-Generatoren müssen wir ausschalten. Die bieten sich ja so an. Schauen. Ja, mein Auto in Ruhe. Nein, der ist kaputt gegangen. Und der andere ist im Auto. Nein, was mache ich denn für einen Mist? Hätte ich vorher schauen sollen. So, Impuls haben wir. Gut. Gut, gut, gut. Komm schon, mach's kaputt. Der macht ja beinahe mich kaputt. So soll das aber nicht sein. Ja, wir haben es noch irgendwie geschafft. So. Hier mit dem Zeug. Alles, was Miete zahlen will, kommt mit. Der Rest bleibt einfach da. Ich hätte gern ein Hilfe-Item. Dafür haben wir ja eine Konserve mitgenommen. Einfach benutzen. Schmeckt das lecker. Gut. Oh, ich glaube, ich muss noch eine essen. Trifft sich gut, haben wir ein bisschen mehr Inventarplatz. Und ich dachte, wir sind überladen hierher gekommen. So, dann wieder rein mit dem Gang. Und dann Gang zweiter, würde ich mal behaupten. Einfach hier hin. Dann welche Figuren wieder da? Hallo, Figuren, wollt ihr aufs Maul? Nö, gut. Doch, da ist eine. So ein Pech. So, die ist verschlossen. Können wir aber aufhämmern. Und Impuls nach vorne. Wenn in irgend so einem Gebäude meine Figur ist, dann mache ich mir ins Hemd. So, das muss man natürlich aufbrechen. Sehr schön. Und so viel Chemikalien. Und so viel unschöne Geräusche. Und eine Kiste auf der Toilette. Aber ist gar keine Toilette. Egal, alles kann man zur Toilette machen. So falsch war das gar nicht. Und lass mein Auto schön in Ruhe, Kollege. So, die Computer müssen wir natürlich hier zerlegen. Werkzeugkiste. Hätte ich beinahe übersehen. Und ein Fernseher. Hier mit dem schönen Zeug. Wunderbär, was runtergefallen? Ich glaube nicht. Und die Figur kommt näher. Gar kein Fan. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. So, wo geht's dann lang? Wahrscheinlich hierhin. Und weiter geht's. Bevor wir wirklich noch entführt werden von diesen fliegenden Anomalien. Nochmal so einen Truck zu finden, wäre aber klasse. Hier ist nochmal so ein Plasma-Ding, aber ich glaube, Plasma-Dinger haben wir eigentlich genug. Nein, nicht auf den Baum drauf fahren. Ach, die Offroad-Reifen sind einfach klasse. Einfach klasse sind die, die Figuren nicht. Die Figuren definitiv nicht. So, ich park mal hier. So. Kollegen, ich habe noch 3 Fackeln. Müsst ihr euch aber entscheiden. So. Das ist, glaube ich, meine letzte. Nein! Vielleicht sind im Auto noch welche. Fackel, Fackel, Fackel. Mist. Meine beste Waffe verloren. Kann ich die craften? Ich sehe es zumindest aktuell nicht. Och, wer mal wiederfinden. Die Teile bewegen sich ja nur kurz. Ja, freut mich auch, euch zu sehen. Ich hasse euch. Ja. So ist richtig. So ist richtig. Folgt mir nur weiter. So, das muss man natürlich aufhämmern. Und jetzt sehen wir hier drin schlecht. Das ist schade. Und zumindest das können wir machen.
C drücken, ist ausgerüstet. Aufhebeln. Ja, hier damit nur eine Chemikalie, so ein Mist. Komm schon. Ich brauche tatsächlich Fackeln. Wieso habe ich denn davon zu wenige? Eine Konserve, die werde ich fressen. Ja, mit dem Zeug. Und ansonsten sieht schon ganz gut geplündert aus. Vielleicht hier wieder. Ja. Ja, ja. Creepy Lache. Wir fahren einfach mal weiter. Ich wünschte... Na, da ist aber ein Instabilitätsfenster da unten. Hier ist eine Lade- und Glaub-Präparaturstation. Ah, die brauchen wir gerade nicht. Wir sind eigentlich ganz gut gerüstet. Dann gehen wir mal da oben hin, holen den Anker und dann können wir, glaub, weiter. Ja. Auf Wiedersehen. Komische Teile. So, irgendwo an der Kreuzung kommt eine Kreuzung. Macht Sinn, oder? Auf der Kreuzung müssen wir aufpassen. Hier links haben wir PlasmageneratorOkay, hier haben wir ein bisschen komische Raumverzerrungsanomalien gehabt. Hat nicht so viel ausgemacht bis jetzt. Dann wollen wir uns da auch nicht weiter drüber unser Hirn zermartern. Aha. Und... Tja, ich würde dann einfach sagen, mit dem Kopf durch die Wand, oder? Ach, ihr seid jetzt einfach eingeklappt. Na gut. Was bist du für ein tolles Auto? Hast bestimmt was im Kofferraum für uns. Und hier ist ein Schild. Fackeln? Wer wirft mit Fackeln? Nein. Au, 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 au. Oh, Fackeln. Fackeln, 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 Fackeln. Monster über mir, aber Fackeln. Wollt ihr was Spezielles? Nein. Hört mal auf damit. Ich will doch nur einsteigen. Nein, mein Auto. Da habe ich doch nicht parken wollen. Nein. Rein. Rein und fahren. Raus hier. Nicht aus der Zone, sondern aus dem Geisierhaufen. Hui. Ein Glück habe ich eine gute Federung im Auto. Hüpft mir aber tatsächlich ein bisschen zu sehr gerade. So. Hier haben wir so ein Auto. Braucht man, glaube ich, gerade nicht. Hier ist die Kreuzung. Wir fahren jetzt wieder in die richtige Richtung. Können uns ja auch am Wegpunkt orientieren. Wenigstens haben wir wieder Fackeln. Da sieht das Leben doch schon wieder besser aus. So, da oben mopsen wir uns die Chemikalien und den stabilen Anker. Dann holen wir den anderen stabilen Anker und dann schnell ins andere Gebiet. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, mein Auto ist irgendwie langsamer geworden. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen blöder geworden und mir kommt das so vor. Okay, zwei Türen sind auf, das ist verständlich. Die habe ich unter dem Geysir-Ding nicht noch zugemacht. So, links war eine Geschwindigkeitsanomalie. Ich glaube, die braucht uns aktuell auch nicht so zu interessieren. Das sieht doch nach einem größeren Haus aus. Dann schauen wir mal. Hä? Wieso war das gerade alles schwarz? Was ist hier los? Wieso kommt so gruselige Musik hier raus? Ach, das ist bestimmt nur ein Zufall. Ach, das ist das Teil. Okay, da komme ich gerade nicht rein. Das ist aber schade für mich. Zumindest hier gibt es eine Kiste mit T-Shirts. Und einen Rucksack. War's das schon? Okay.
Das ist jetzt aber doof. Vielleicht komme ich irgendwann anders da rein mit einem anderen Werkzeug. Ich habe jetzt aber auch nichts zum Interagieren gefunden. Komisch. Fahren wir mal Richtung Wegpunkt. Irgendwie hier durch die kleinen Bäume wird es ja schon gehen. Haben wir eine Stoßstange aus Stahl. Die hält einige Bäume aus. Wahrscheinlich nicht. Oh, noch ein Truck. Nehme ich. Sogar ein Benzintruck diesmal, so wie es aussieht. Da können wir ja gar nicht looten. Und ich glaube, hier strahlt das ein bisschen. Ja. Offroad-Reifen. Hast du irgendwie Loot? Ich verliere Gesundheit. Dann gehen wir einfach weiter. Glaub, so gutes Zeug hat er jetzt nicht gehabt. So, ich glaube, hier ist nochmal so ein Forschungsding, wo Chemikalien drin sein könnten. Hier sind auf jeden Fall einige nette Statuen wieder. Das ist reine Fackelverschwendung. Hey, du hast dich bewegt. Das darfst du nicht. Wirkt schon wieder alles so komisch hier. Ah, okay. Wegpunkt war auch direkt hier. Dann passt es ja, dass wir hier angehalten haben. So, aufgemacht, Fackel gezogen. Ein Radio, eine Werkzeugkiste. Sind die Fackeln nicht gestapelt? Ach doch, die sind nur an einem mir unbekannten Ort. Signalpistole. Mit diesem Gerät riskierst du nicht, dir den Arm beim Wurf zu verrenken. Oder noch viel schlimmer, die peinliche Erfahrung zu machen, dein Ziel vollkommen zu verfehlen. Ich glaube, das ist ganz gut, um auf diese Teile zu schießen. Auf diese Statuen. Hab jetzt nicht unbedingt den Platz dafür, aber die eine Chemikalie nehme ich. Und das können wir zumindest hier auch zerteilen. Obwohl, ich hätte die schon ganz gern in der Hand. Vielleicht leer mal so auch das Rezept. Eher unwahrscheinlich. Aber ein Versuch schadet ja nicht. So, das Radio zerlegen wir auch. Oh, das hört sich draußen wieder scheiße an. Irgendeine Sirene geht los. So, Stahlplatte kommt weg. Die rüste ich aus. Was ist jetzt auf der 4? Hallo? Ist gut? Nein, ich habe die Pistole geworfen. Vielleicht behalte ich die. Vielleicht behalte ich die erstmal noch einen Moment. So, da hinten ist, glaube ich, der Kern. Den holen wir uns auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein Truck, aber auch noch mal einer mit Benzin. Der bringt uns also aktuell nicht so viel. Ja. Sehr, sehr instabil hier alles und sehr verstrahlt. Ja, damit. Rein damit. Oh, und schnell weg hier. Mist. Das ist das zweite Mal in der Episode, dass ich halb hochgehe. So, jetzt sitzt beim Auto. Und jetzt können wir noch weg. So, warum ist es hier denn gerade so instabil? Und was ist hier drin? War das überhaupt verzeichnet? Keine Ahnung. Oh, es schließt sich. Die Zone kommt bald näher. Wir fahren in die Richtung und dann müssen wir dahin. Vielleicht können wir das noch einsammeln, vielleicht nicht. Wir machen das je nach Belieben. Wir schauen erstmal, dass wir hier auf die Straße kommen. Da ist sie. Und dann müssen wir eigentlich jetzt demnächst noch ein bisschen nach rechts. Ja, glaub nach rechts. Ja. Denke, das ist die sinnvollere Route. Hui. Aber diesmal schließt sich zum Glück noch nicht so schnell. Zumindest jetzt im Moment noch nicht. Vielleicht wird das ja noch. Nein, setz mich doch nicht unter Strom oder lad zumindest die Batterie auf. Das wäre ja dann auch nützlich. Hui, also bergunter fährt schnell, so wie es sein soll. Das ist keine große Überraschung. Ich wollte es trotzdem mal sagen. Hier sind wieder die ganzen Flugviecher, wo wir vorher waren. So, wir haben dann gleich links wahrscheinlich noch Zeit, das einzusammeln. So.
sollten gleich da sein. Und dann müssen wir eigentlich hier auf der Straße bleiben. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, ich klaue das einfach. Auto bleibt hier. Und ich laufe da kurz zu Fuß runter. Dann sind wir auf jeden Fall... Ach, nächstes Mal nehme ich das Auto. Nächstes Mal nehme ich das Auto. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen mehr in Sicherheit. Wer weiß es schon. Oh, ganz viele Statuen. Hi. Bye. Na, die war gerade noch nicht da. Komm schon. So viel Health habe ich auch nicht mehr. Zumindest mein Auto ist hier. Zumindest mein Auto ist hier. Und die Statuen wahrscheinlich auch direkt, wenn ich mich umdrehe. So, rein. Und ab durch die Mitte. Na, Tür habe ich nicht zugemacht. Boah, sei es drum. Nein, Gang. Los. Ich wünschte, ich könnte die Türen hier irgendwie über einen Schalter oder zumindest über ein Seil noch zuziehen. Vielleicht klappt es mit Bremsen. Nein, nein. Ein klares Nein. Na gut, ich schaue, dass wir die nicht abfahren. Ich könnte aussteigen, aber bei dem Wetter, also wirklich. So, Statue, Statue, Statue. Keine Statue, Dummy. Ich nenne es jetzt einfach Dummy, wenn ich dran denke. So, rechts geht's weiter, beziehungsweise einfach auf der Straße hier bleiben. Energie sieht ganz gut aus und Radius hat sich auch noch nicht zu arg geschlossen. Würde sagen, das geht voll in Ordnung. Komm schon, gib Stoff. Vielleicht können wir am Ziel noch was looten. Ja gut, die Plasmateile bringen natürlich Hammer halt genug. Hier rechts ist noch irgendein Gebäude. Ach, das ist vielleicht die Station, die mich auflädt und heilt. Können wir ja zumindest probieren. Oh. Ah, ich war im Radius, okay. Ich dachte, ich muss da auf die andere Plattform. Ja, die heilt mich auch. Wunderbar. Mache ich gleich mal die Tür zu. Ach. Dann wissen wir, wonach wir Ausschau halten müssen. Einfach nach diesen Symbolen. So, dann haben wir da unten unseren Weg. Werden wir immer noch geheilt? Oder werden wir geladen? Glaub, wir können weiterfahren. Zumindest Heilung haben wir keine aktive mehr erhalten. Vielleicht ist das Auto ja auch wieder komplett in Ordnung. So. Dann fahr doch mal 45 Meilen. Ach, fahr mal ja auch fast. Kommt mir so langsam vor. Müsste doch beinahe 80 sein. So kommt mir das nicht vor. Einfach mal 1,7 war es, glaub. So. Ab in die nächste Zone. Oh. Dahin halt. Nächstes Mal gehen wir auf jeden Fall zum neuen Missionsziel. Dann haben wir wieder genügend Ressourcen gesammelt, dass wir das Schlimmste überstehen werden. So. Oh, sieht auch nicht schlecht aus hier. So, ich glaube, je größer der Radius, umso besser ist es. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ein Unendlichkeitssymbol, zumindest halbwegs. Das ist gleich in der Nähe. Schauen wir mal. Ah, die Map wirkt anders auf jeden Fall schon mal. Finde ich gut. Gegen fliegende Steine will ich trotzdem nicht fahren. So. Vielleicht ist es auch einfach die Anomalie, die hier... Nee. Die I ist noch ein bisschen weiter weg. So. Gibt es eigentlich hier am Silo was zu looten? Wieso fragen, wenn man es einfach rausfinden kann? Hier gibt es auf jeden Fall ein schönes Auto. Schön sei wieder dahingestellt. So, ausgerüstet und aufgebrochen. Fackeln. Und so viel gutes Zeug. So, ob man die zerlegen müssen, weiß ich gerade nicht. Ich schätze mal nicht. Wenn wir die Ressourcen irgendwann brauchen sollten, ja, aber im Moment klappt es ja ganz gut. Okay, kein Platz mehr dafür. Schubkarre. Einkaufswagen. Leiter. Rucksack.
Na, zumindest Fackeln, da freue ich mich aktuell drüber. Und eine Kiste. Inventar voll? Inventar war doch gar nicht voll. So, runter damit. Und dann weiter zum Wegpunkt, würde ich sagen. So, weiter geht's, weiter steht's. Ah, sind sogar auf der Straße. Ich mag auch meine neuen Lampen. Die sind echt effektiv. So. Leichter Steinschlag, aber da können wir ja zu Karglas. Da bin ich relativ beruhigt. Dieses kleine Ding können wir aufnehmen. Wenn die Statuen uns denn das erlauben. Ansonsten kriegen sie eine mit der Fackel verpasst, also. Müssen sich auch nicht so anstellen. Ja, damit. Vielleicht nehme ich mal ein Health-Item, nur zur Sicherheit. So, rein damit. Und rein damit. Sehr gut. Das heilt mich ja über Zeit. Oh, da sind wieder diese Häschen. Ah, wieso leuchten die jetzt grün? Heilt der mich auch? Ich glaube... Doch, der heilt mich. Es gibt auch positive Häschen. Ja! Schön weiter heilen. Und nicht böse werden. Oh, 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 oh. Ich kann echt keine Höhenkarten lesen, so wie das hier aussieht. Nein! Au. Ich werde ja gerade aktiv geheilt. Dann macht's ja nichts. So, was haben wir hier? Hä? Hier war doch dieses komische Symbol. War das die Antenne? Ich meine, ich finde es schön, dass ich gerade konstant geheilt werde. Solange mein Auto da lässt, kann er das auch machen. Mysteriöse Audioaufnahme. Aha, muss ich die einfach mitnehmen? Oder ist die zu groß? Nee, da habe ich sie. Ich höre irgendeine Art Wecker? Keine Ahnung. Das Teil bleibt auf jeden Fall oben drauf. Ich glaube, das schadet uns überhaupt nicht. So, was haben wir denn noch hier? Hier so eine große Kugel. Ich frage mich, warum wir noch kein Portal sehen. Vielleicht müssten wir danach scannen mit unserer Antenne. Naja, wer weiß das schon. So, vor uns ist auch irgendwas Undefiniertes. Also hier, ich glaube, das ist ein Zug. Sieht auf jeden Fall nach Gleisen und einem Zug aus. Sowas haben wir noch nicht gelootet. Links eine riesen Metallkonstruktion. Ist das eine Eisenbahnbrücke? Ja, sieht so aus. Weiß leider nicht, wie man da hochkommt. Hier könnten wir theoretisch hoch. Ich ver... Was ist jetzt los? Glückshäschen. Ja, dann bleib mal auf dem Auto. Gegen Glückshäschen habe ich nichts. Hoffe ich mal. Wir sehen ja, wenn das Auto verschwindet, die Bust. Oh, das hat jetzt nichts gebracht. Elektriker-Kit braucht man dafür. Oh je. Das habe ich natürlich nicht. Oh, Eisenbahnbrücke. Müsste man doch eigentlich drauf kommen können. Zumindest wenn wir hier lang fahren. Könnte natürlich sein, dass es ein Tunnel ist. Dann fahren wir doch da lang. Auf die Kreuzung, da muss es auf jeden Fall gehen. Und auf jeden Fall ist kein auf jeden Fall. Ich bin nur halbwegs optimistisch. Aber das Glückshäschen mag ich. Könnte man ständig drauf haben. Hui, bisschen Glück schadet ja nicht. So, kommen wir jetzt schon auf die Eisenbahnbrücke? Wäre möglich. Die müsste irgendwann jetzt rechts sein. Nein, da sind so Spikes. Aber gemein. Okay. Wieder diese... Dummies, die jetzt von Elektrizität umgeben sind. Ach, und können mir Schaden zufügen. So ein Mist. Oh je, Heilung bitte.
Ich würde sagen, wir parken mal hier, oder? Da ist noch so eine Tür, wo wir wahrscheinlich nicht reinkommen. Schade eigentlich. Kein Scansignal, ich weiß, ein Radio. Vielleicht müssen wir auch draufklettern. Eine Kommode. Inventar voll, Inventar ist nicht voll. Was sagst du denn die ganze Zeit? Boah, hat sich wieder einbekommen. So, wir werden nicht verfolgt. Ich würde gerne mal sehen, was da... Ob da irgendwas Lohnenswertes in dem Waggon ist. Ich bin nämlich ein relativ großer Zugfreund und es würde mich freuen, wenn das hier auch irgendwie... Es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Receiver. Gleich ein ziemlich kaputter Receiver. Und komische Geräusche. Solange der Zug nicht irgendwie verschwindibust, ist ja alles in Ordnung. Theorien Teil 5. Okay, wieder sowas Rotes. Und eine Kühlbox. Inventar ist eben nicht voll. Keine Chemikalien hier drin. Na gut. Man kann nicht alles haben. Man kann, glaub ich, nicht alles haben. So, ihr Mistkerle. Wieso schockiert ihr hier so? Ja. Das könnt ihr machen. Dagegen habe ich nichts. Und... Oh. Die lassen auch Plasma fallen. Ja, das könnte nützlich werden. So. Ah, den stabilen Anker müsst man auch mal scannen. Der war noch komplett ungescannt. So. Rein mit dir. Und dann rein mit uns. So, aktuell haben wir noch Zeit. Ich würde dann tatsächlich sagen... Ach, hier sind Portale und die sind zu nah. Haben wir wenigstens ein paar aufgespürt. So, wir haben einen neuen Wegpunkt. Wir nehmen die großen, den großen Stabilitätsanker noch mit. Wieso bin ich denn gerade so elektrisiert? Bringt das Glückshäschen vielleicht noch ein bisschen Pech? Oh, vielleicht haben wir auch einfach ganz normales Verhalten vom Auto. Und tschüss. Und das links hätte mich jetzt auch noch interessiert. Ich glaube, die Energie ist mir gerade wichtiger. Wir werden gerade aktiv geheilt, deswegen ist mir das hier ein bisschen egaler. So, und dann würde ich aber sagen, wir parken hier. Gut. Und dann können wir das Teil noch scannen. Irgendwo da müsste es sein. Oder? Hier. Und scannen. Sehr gut. Und auf Wiedersehen, ihr Schock-Dummies. Habt ihr was fallen lassen, was Gutes? Nö. Na gut. Der eine kann stehen bleiben. Das da mobs ich mir trotzdem. Hui. Das hört sich jetzt aber nicht mehr so gut an hier. Na? Ist unser Auto schief? Kommt mir irgendwie schief vor. Aber vielleicht soll es so aussehen. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal dieses Portal hier. Das liegt... Oder nehmen wir das Portal. Das hier ist näher, aber das geht doch in Stabilität gerade. Ich würde es trotzdem nehmen. Sturmwarnung. Time to floor it. Ja. War der Plan. Nein, ich brauche doch einen Wegpunkt. Wegpunkt ist da. Was ist denn jetzt wieder los hier mit dem Auto? Na gut, da brauche ich echt keinen Wegpunkt. Das sollte ich mir mal überdenken, ob ich das wirklich so nötig habe. Bei dem großen... Naja, am Anfang wäre es ja ganz praktisch. So. Das wird wahrscheinlich auch unten sein. Oh, da ist die Eisenbahn. Das heißt, wir gehen gleich runter. Nein! Okay, okay. Kein Baum dahin gepflastert. Außer die Bäume hier. Aber... gerade noch rechtzeitig angehalten. Oh je, der Sturm kommt. Aber wir sind nah dran.
glaub das, schafft mal ohne Probleme. Auch wenn die Musik was anderes suggeriert. Ah, das war glaub nur der gelbe Kreis, aber der kommt schon schnell. Hui. Ah, wunderbar. Und so viele wertvolle Ressourcen und vor allem Energie ist mitgekommen. Vielleicht ist das Häschen auch dran. They use limb technology to stake down pockets of stability in an area. Basically, they delay how quickly you're turned into Swiss cheese out there. Also machen sie doch was mit der Zeit, die mir da verbleibt. Gut zu wissen, die Leute in den Steam-Foren sind sich da ein bisschen uneins. Ich weiß es auch nicht wirklich. Fühlt sich aber zumindest auf die Area bezogen an, als ob das ein bisschen was ausmacht. Wie viel Energie haben wir denn bekommen? Stabile Energie? Oh, 4,6, das lohnt sich aber. Faxgerät braucht man, glaubt nicht. Materieregenerator, her damit. Der ist wichtig. Bist du noch da drin? Okay. Sehr schön, das macht immer Spaß. Ja, macht immer Spaß. Und dann können wir hoffentlich, wie so ist ein Keyboard, ein Piano, kann ich reparieren mit Inkubatoren? Nicht möglich. Okay, das heißt, ich muss die Einzelteile da wirklich da reinlegen. Ich denke mal. Was können wir sonst noch machen? Integrierte Thermosaft, Wärmebilder, ja, Antenne mehrfach aktiviert werden kann. Ich weiß gar nicht, was die normale Antenne macht. Prüfmodul. Dieses Upgrade der Magmaschine gibt Feedback zur Korrektheit deiner Diagnosen. Okay, meine Diagnosen waren bis jetzt 4 von 4 falsch, also das kann es nicht sein. Fortschrittliche Werkbank. Deine Werkbank wurde mit winzigen Limmen. Achso, das kann ich noch nicht, da brauche ich labile Energie. Aber der größere Rucksack soll mein sein. Ausrüstungsmaschine. Oh. Kann ich also mehr Ausrüstung machen als nur einen größeren Rucksack? Aufgemotzte Stiefel. Freudig über weichere und sichere Landung dank Plasmatechnik. Plus 35% weniger Fallschaden. Null Leiter Pullover. Oh, da gibt's ja richtig viel. Und wir haben einen mittleren Rucksack mit 66 Slots. Den habe ich mal hergestellt. Und wir haben ihn. Ach, das ist ja klasse. Na gut. Die Kiste liegt mal wieder im Weg. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.